Guten Morgen, das war Deutsch. Frau Utra, das war Russisch. Morning, das war Englisch. Buenos Dias, das war Spanisch. Wir sehen das hier an der Franz-Leuninger-Schule so, dass wir es einfach als Vorteil sehen, dass wir Kinder aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen hier an der Schule haben. Wir zählen und wir begrüßen in unterschiedlichen Sprachen und immer wenn ein Kind aus einem fremden Land kommt, dann sehen wir das als Gewinn. Die Sprache des Tages ist Russland ist das größte Land der Welt. Dieses Landa-Café, da haben die Kinder halt die Möglichkeit, ihr eigenes Land vorzustellen, aus dem sie kommen, aus dem sie vielleicht geflüchtet sind oder wo sie vorher gelebt haben. Und die anderen sehen es eben als großen Nutzen, dieses Land auch kennenzulernen. Da sind auch Länder dabei, die von deutschen Kindern vorgestellt werden, die sich das Land aber ausgesucht haben und die dann zum Beispiel zu Griechenland ein Kurzreferat halten für Kinder aus der Parallelklasse, damit die das Land ein bisschen besser kennenlernen. Besonderheiten in Athen steht, ist zum Beispiel die Akropolis. Hier sieht man sie. Und das hier, das ist die Tigris, ne? Und das hier ist, keine Ahnung. Nein, das ist, ich glaube, das ist irgend so ein Palast. Das ist ein Fluss. So. Und wo ist Bagdad? Das ist die Und im Anschluss daran haben die Eltern dann ein Essen zubereitet, ein länderspezifisches Essen, das bringen die Eltern mit hierher. Und da sind die auch ganz stolz drauf, dass sie aus ihrem Land dann eben was zeigen können. Ey, das Trinken, das ist voll lecker. So isst man die Spaghetti auch in Italien. Mhm. Du rollst die gerade aus. Ist alle noch zufrieden? Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die ausländischen Eltern, die ausländischen, die muslimischen Frauen ganz, ganz stark darüber auch in die Schule zu holen sind, wenn sie halt was aus ihrer Kultur, wenn sie aus ihrem Land was zeigen können und wenn sie auch erleben, dass sie ernst genommen werden. Und deshalb ist es so, dass die Eltern eingeladen sind, mitzuhelfen.